Meine sehr geehrten Damen und Herren, während hinter mir jetzt die Abstimmungen über die diversen Anträge, die heute im Laufe dieser Sondersitzung zur Einführung des grünen Passes laufen, können wir uns hier verabschieden. Der grüne Pass wird mit einer großen Mehrheit angenommen werden. Die Stimmen der Regierungsparteien sind ihm sicher, so wie die der SPÖ und der NEOS. Die FPÖ wird dagegen stimmen. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche einen schönen Tag. Die nicht sichtbaren Heldinnen und Helden vergessen wir jetzt nicht auf die Menschen, die während der Corona-Krise Tag und Nacht für uns da waren. Wer dafür ist, bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen. Das ist die Minderheit abgelehnt. Zur Abstimmung kommen wir über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Kickl, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Diskriminierungsverbot gegen das Zwangsregime Grüner Pass. Wer dafür ist, den bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen.